Herzlich willkommen bei Dieter Horn. Heute stelle ich Ihnen den sehr bekannten Klassiker LC1 vor, der zur Maestri-Kollektion von Cassina gehört. Cassina, italienischer Hersteller. Entworfen vor unglaublichen fast 100 Jahren, also eigentlich schon eine moderne Antiquität, die Sie hier sehen, wurde das Modell der Sessel LC1 von Le Corbusier, deswegen ja auch die Bezeichnung LC für Le Corbusier. Aber an dem Design waren eben auch Charlotte Perriand und Pierre Jeanneret beteiligt. 1928, also wie gesagt vor fast 100 Jahren, ein wirklich gelungener Entwurf. Die Urversion, in der ich jetzt hier sitze, ist aus Kernleder mit einem verchromten Gestell. Sie bekommen da bei uns natürlich verschiedene Kernlederfarben und es gibt inzwischen auch verschiedene Gestellfarben. Wenn Sie das Chrom, das Glänzende nicht so sehr mögen, gibt es da auch die Möglichkeit, lackierte Gestelle zu bekommen. Beim Kernleder eben sehr interessant, Kernleder ist ungepolstert, also ein wirklich ganz dickes Leder, sehr strapazierfähig, sehr, sehr langlebig, wird eigentlich mit den Jahren immer schöner durch die Benutzung, kriegt dann so eine tolle Patina. Corbusier hat aber auch den LC1 Villa Church entworfen, der von Cassina produziert wird. Hier ist der Unterschied, wie man schon sieht, der ist eben gepolstert und bietet dadurch nochmal ein bisschen mehr Komfort durch diese leichte Unterpolsterung. Wichtig an dem Sessel, Sie haben diese flexible Rückenlehne, die sich letztendlich auch bei verschiedenen Körpergrößen anpasst. Man denkt ja bei so einem kleinen Sessel immer, große Menschen, für große Menschen wäre das nichts, aber das kann ich also überhaupt nicht bestätigen. Ich habe viele, viele Kunden, die also teilweise über 1,90 Meter groß sind und die mir berichten, das ist also ihr absoluter Lieblingssessel, da sitzen sie am besten drin. Wichtig wie immer bei Cassina, bei Le Corbusier, wenn Sie ein Original kaufen möchten, achten Sie bitte auf die Stanzung im Gestell mit der laufenden Seriennummer und dem Schriftzug Cassina. Und eben auch die Unterschrift Le Corbusier befindet sich also hinter der Rückenlehne an dieser Querverstrebung. Und sonst stehen wir bei Rückfragen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie.